Hallöchen Leute und willkommen zu Lies of P. Aber wenn ich sterbe, endet das Video. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich kenne nichts davon. Ich starte es zum ersten Mal jetzt über den Xbox Game Pass, weil scheinbar im Game Pass ist was ganz Nices. Am Lügen? Ich bin nie am Lügen. Und sollte ich einfach sterben, ja, ganz blind hier drin, dann ist das Video halt vorbei. Mal gucken, wie weit ich komme, ohne zu sterben. Bestimmt nicht weit. Can you hear me? Nein, kann ich nicht. Wer bist du? Das ist ein Schmetterling. Das ist das Persona. Oh mein Gott, das ist Persona, ha? Huh? Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Katze durchlaufen lassen möchte, aber... Bestimmt geht sehr schnell Gameplay los, ha? In die paar Minütchen kann man sich gönnen. Wie gesagt, für mich alles blind. Oh mein Gott, das ist Edward Eric. Er hat eine Automail. Ich meine, ich weiß, dass das hier Pinocchio darstellen soll. Aber irgendwie... Okay, wir sind wirklich am Anfang. Irgendwie, er sieht sehr menschlich aus, ne? Kamera bewegen, drehen, ja? Linker Stahlarm. Wie greife ich an? Nicht so. Ich habe keine Ahnung. Ich kann nicht zuhauen. Gehen wir einfach mal weiter. There you are. I've been looking all over for you. Oh mein Gott, das ist so ein Bloodborne-Anfang, hä? Achso, nein. Irgendwie, ich habe das Leuchten ganz anders gedeutet. Nee, da ist eine Blutleiche und... Ja, doch. Nicht Gemini. Sophia. Please come to Hotel Krat and I'll explain what's happening. Okay, okay. Gemini, please escort him to the hotel. Gürtel benutzen. Wähle oberen oder unteren Gürtel aus. Gürtel-Items benutzen. Rüste-Items und Gesten am Gürtel aus, um sie zu verwenden. Okay. Für Zusatztaschen gedrückt halten. Ah, okay. Und dann die anderen Gegenstände. Verstehe. Das da oben ist eine Heilung, nehme ich mal an. Wenn ich halt A gedrückt halte, habe ich noch die anderen Sachen. Zum Beispiel das hier. Nein. Dann wird dein Charakter sterben. Nein, ich möchte nicht, dass Pinocchio sofort stirbt. Interessant, dass wir in einem Zug sind. Eine Waffe? Oh, vielleicht kann ich mir eine Waffe aussuchen, wie in Bloodborne. Ich meine, das Spiel ist halt auch einfach schlicht und ergreifend sehr Bloodborne-esque, ne? But the streets are not safe. Arm yourself with one of the weapons over there. It'll be helpful on your way to the hotel. Ich darf ja eine davon aussuchen, ne? Pfad der Grille, Ausgewogenheit. Pfad des Bastards, richtiger Bastard, Geschicklichkeit. Pfad des Sweepers, Stärke. Machen wir ausgeglichen, denke ich, ja. Ja, ausgewogen klingt gut. Ach so. Das ist sehr Souls-esque. Und damit mache ich was. Oh nein, ich habe meinen Arm benutzt. Mein Arm geht kaputt. Ich weiß nicht. Irgendwie Leute sagten auch, hier ist was mit Parieren oder so. Keine Ahnung, wie das da funktioniert. So, jetzt sind wir vielleicht wirklich nach ein paar Minütchen jetzt am Anfang in einem Bereich, wo ich sterben könnte. Achso. Ich habe mir schon gedacht, dass der Zug nicht am Fahren war. Da sind tote Leute. Der ist selber schuld. Warum sind die überhaupt tot? Fixierung an aus. Oh, das ist ein Gegner. Dankeschön, Spiel. Okay, Spezialangriff RT, normaler Angriff. Sturmangriff RT gedrückt halten. Das lief doch smooth. Ich bin nicht gestorben. Easy. Dann könnte ein super spaßiges Spiel werden. Ich finde den Vibe halt cool. Oh oh. Pass auf! Der Nussknacker! Er kommt! Ich habe genug Ausdauer gehabt. Ich habe aufgepasst. Ich habe aufgepasst. Das wird ein Blind No Death Run. Mhm. Sägezahnrad, was auch immer das bedeutet. Dankeschön für den angenehmen Aufenthalt, I guess. Hier ist doch irgendjemand am Lügen, oder? Ich glaube, ist das Polizeibrutalität? Bestimmt. Gucken wir einfach weg. Oh.
So, die maximale Anzahl an Pulszellen. Okay, verwende eine Pulszelle, um LP wieder zu erlangen. Ah, jetzt kann ich mich überhaupt heilen. Es gibt eine maximale Anzahl an Pulszellen, die verwendet werden können. Wenn du das Maximum erreicht hast, wird die Zelle entladen. Wenn du Feinde angreifst, während die Zelle entladen ist, wird die Pulszelle allmählich aufgeladen. Oh. Oh. Das ist cool. Nicht schlagen. Yeah. Schaut mich an. Ohne sterben. Tja, ich bin halt Profi. Ich muss erstmal sagen, das Gameplay-Gefühl ist ziemlich nice. Not gonna lie. Ist halt schon, ist schon cool. So dodgig. Ich an. So. Ich sehe auch da die ganzen Steuerungssachen gerade rechts. Wie krass ich das, wie krass ich manchmal sowas ignorieren kann, ha? Huh? Was ist, wenn ich den Stahlarm benutze? Okay, das macht halt auch Schaden. Aber irgendwie, der verbraucht sich. Ich war trotzdem neugierig. Aua! Nicht anfassen. Nicht nochmal anfassen. Vielleicht werde ich irgendwo ganz fies vom Spiel getötet. Und denke mir so, ha, ich bin so gut, alles no death. Schaut mich an. Wir sind schon 6 Minuten im Video. Hallo? Ah, Block. LB, okay. Wehre gegnerische Angriffe durch Blocken ab. Ein erfolgreiches Block reduziert den erlittenen Schaden, kostet aber Ausdauer. Der reduzierte Schaden wird in Blockregeneration übertragen. Blockregeneration sammelt sich an, nimmt aber mit der Zeit allmählich ab. Während Blockregeneration aktiv ist, kannst du Gegner angreifen, um LP wieder zu erlangen. Ah, ich sehe diese durchsichtige Leiste da. Wenn ein Block gelingt, kurz bevor du getroffen wirst, löst sich ein perfekter Block aus. Okay, wenn ein perfekter Block erfolgreich ist, erhältst du keinen Schaden, nur Ausdauer wird verbraucht. Du kannst den perfekten Block verwenden, um die Waffe eines Feindes zu zerstören oder ihn in den Überwältigbar-Status zu versetzen. Okay. Überwältigbar? So. Erstmal ist hier kaputt rollen, das ist wichtig. Das Spiel läuft übrigens überraschend gut auf meinem PC. Oh, ouch! Scheiße. Ich denke, ich will dich erstmal loswerden. Upp. Nein. Mein Freund. Uncool. Okay. Ich habe mich mal sicherheitshalber geheilt. Ich meine, gut, vielleicht war es ein bisschen verschwendet. Aber das war der erste Schaden, den ich kassiert habe. Da unten könnte ich auch was machen, ne? Will ich mich erstmal da umschauen. Oh, Mensch, das Spiel macht mir ja sogar Spaß. Nicht, dass ich was anderes erwartet habe, aber... Uiuiui! Aber, ich war mir unsicher. Leute meinten nur so, oh, das ist so super schwer. Und das ist irgendwie fast alles, was ich zum Spiel gehört habe. Und jemand meinte, es sollte sich wie Sekiro spielen. Und dann dachte ich mir, das ist erstmal der größte Upturn, den man mir jemals entgegenbringen kann, ne? Aber, scheint ja alles in Ordnung zu sein bisher. Kein Sekiro. Bisher Fun. Ich bin ein bisschen extra gemein. So, ich bin vorsichtig. Wünschte, ich könnte irgendwie schießen. Da rechts ist nichts, ne? Vorsichtig bin, kann ich jemanden backstabben, ha? Angenehmer als in Bloodborne, I guess. Ah, es ist sogar markiert. Oh, das liebe ich. Das liebe ich. Das ist super. Das ist fantastisch. Guck mal, ich habe ein Achievement bekommen. Warum hat, die Souls-Reihe das bis heute nicht, ja? Was ist da los, Elden Swing? Gut. The Grand Exhibition. Was zeigst du denn da, ha? Ich habe Fragen. Irgendwie hätte ich Lust, weiterzuspielen als so den Anfang. Oh, das ist Lore. Das ist Lore. Ich bin nicht unbedingt ein super Lore-Interessierter in solchen Spielen. Ich mag es zu spielen. Und nicht unbedingt erstmal stundenlang mir Lore durchzulesen. Aber ich denke mal, es ist sehr cool für Leute, die Bock auf sowas haben. Das, denke ich, ist immer eine nette Sache. Was ist eigentlich die Leiste da rechts unten? Ist das meine Haltbarkeit der Waffe oder meines Griffs? Yeah. So, wo Level up, hä? Huh? Upp!
Da habe ich dich fast nicht gesehen, mein Freund. Passen wir mal auf. Wir laufen ziemlich in Sync, hä? Und beide in Sync gestorben, fast. Bisher keine Tote. Ergo is live. Chamber of Machina Workshop. Okay, okay. Trübes Ergo-Fragment. Was sind Ergo-Fragmente? Kann ich mal ganz kurz hier mir anschauen. Tasche. Das ist eine Pulszelle, ne? Irgendwo, sind das dann diese Seelen quasi? Ja, okay. Ergo ist das Zeug, was ich von den Gegnern bekomme und so. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Ich hab's verstanden. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ich hab's kapiert. Da unten ist viel los. Irgendwann kommt mein erster Bosskampf und dann werde ich sowas von reinscheißen, ne? Oder vielleicht auch nicht. Ja, Geräusche. Exiergerät. Über den Grat gibt es Türen und Leitern, die durch Vorrichtungen verschlossen sind. Du kannst diese Türen aufschließen oder die Leitern hinuntergehen, um Abkürzungen zu schaffen. So, so. Also wie ein Soulspiel halt, ne? Sehr schön. Abkürzung gesichert. Ah! Da ist die Polizeibrutalität. Oh, Junge. Jetzt zeigt sich, wer stirbt und wer nicht stirbt. Okay. Wie bewegst du dich, ja? Einmal schlagen. Ich sehe schon. Auch einmal schlagen. Okay, du bist nicht gestunt. Aua! Uiuiui. Oh Gott, was ist das? Überwältigbarkeit? Okay. Für Sturmangriffe halten. RT, während du angreifst, erscheint ein weißer Umriss um den LP-Balken des Feinds. Wenn dies geschieht, kannst du meinem Feind einen Sturmangriff oder mit Fable-Künsten überwältigen verursachen. Ah! Ich dachte, er ist gestunt. Er ist gestunt. Tödlicher Angriff. Tödlicher Angriff von einem überwältigenden Feind, RB. Bei überwältigten Feinden können tödliche Angriffe ausgeführt werden. Ein erfolgreicher tödlicher Angriff kann schweren Schaden anrichten. Okay, okay. Ich habe mehr Schaden wahrscheinlich kassiert, als ich sollte. Aber hey, ich lebe noch. Na, vielleicht war das auch ein Gegner, der dich vielleicht erstmal auch töten sollte, eventuell. Das gibt's ja auch manchmal, wo es dann heißt, oh, der ist eigentlich dazu da, um dich auch mal umzubringen. Und deswegen ist die Abkürzung da. Ich denke, die Abkürzung ist definitiv dafür da, weil sie sich gedacht haben, hier könnte der Spieler das erste Mal sterben, wahrscheinlich. Bei anderen Stellen war es ja eher weniger, vor allem wenn man ein bisschen Erfahrung mit dieser Art Spiel hat, ne? So, hier geht's aber erstmal irgendwie für mich nicht weiter. Ah, von da oben kam ich runter, ne? Wo will ich dann jetzt hin? Aber wo ist jetzt mein Ziel? Wenn ich hier, wo dann? Ich will wieder zurück? Nee. Oder doch? War das vielleicht auch der Gedanke? Hallo? Hallo? Nein? Niemand da? Ich muss Gegner töten, um meine Heilung zu regenerieren. Will jemand sterben? nee, hier bin ich ja lang gelaufen. Bin ich oben lang gelaufen? Nee, ne? Ah, der Schlüssel zum Haupteingang des Hauptbahn. Ah, habe ich einen Schlüssel bekommen vielleicht, ne? Durch den Gegner. Hallo, London. Oder Herr Krat. Das ist ein bisschen kaputt. Was hier passiert? Hier sind viele Dinge passiert, ne? Regnerische Nacht. Mhm. Oh! Guck mal, der erste Bonfire! Yeah, let's go! Stargazer activated. Benutze einen Stargazer, um LP und Ausdauer vollständig wiederherzustellen und deine Pulszellen aufzuladen. An dieser Stelle wirst du nach dem Tod wiederbelebt. Denk daran, dass damit auch Feinde wiederbelebt werden, nicht nur dein Charakter. Okay? Okay, let's go! Weiter!
marvelous device the stalkers used in the past. Puppet threshold exceeds danger estimates. Okay. As we are not strong enough to beat the puppets. But if I lend my power to this stargazer for a moment, gather ergo, clever one. This stargazer will make you stronger. Ich kann aufleveln. The stargazer's strength doesn't last forever, so be careful with it. Hurry up and come to Hotel Krat. Die Kraft hält nicht für immer. Ist das einfach nur Lore oder was? Okay. Ein bisschen aufleveln. Wir könnten mehr Vitalität haben. Boostet auch unseren Angriff. Das hier boostet nicht unseren Angriff. Meine Waffe ist auf Entschlossenheit gescaled, sehe ich gerade. Und Technik. Also das boostet wahrscheinlich dann mehr. Aber tatsächlich, wenn ich Leben regeneriere... Also wenn ich hier Vitalität mache, dann kriege ich genau den gleichen Boost. Das Scaling macht jetzt erstmal noch nicht so viel aus, habe ich das Gefühl. Nee. Das ist immer eins, oder? Nevermind, es ist plus 3 sogar. Nee. Also jetzt ist 100 plus 10 und 100 plus 12. Es erhöht sich um... Nee, es erhöht sich um 3 insgesamt irgendwie. Legionswaffen. Nee, Waffen, Angriffsfertigkeiten. Weiß ich genau, aber ich kriege auf jeden Fall mehr Damage. So, hier nicht. Schadensreduzierung ist das. Ist mein Widerstand. Ah... Ich habe 2 Level, die ich mir gönnen kann. Ich denke, mein Angriff ist erstmal okay. Wir gönnen uns ein bisschen was an Leben. Wir wollen ja auch nicht sterben hier, ne? Das ist voll wichtig. So, wie viel würde ein weiteres Level abkosten? Ich habe ja ein bisschen Ergo-Teile da bekommen. Benötigt das Ergo nicht viel. Also, 1 kann ich nutzen. 1 können wir mal sofort aufbrauchen. Gönn mal, ja? Das Pulszelle, Schleier, das weiß ich nicht, was das ist. Fable Katalysator. Ein Katalysator, der die Fähigkeit von Puppen ergänzt. Lädt Fable schnell auf. Weiß noch nicht, was Fable ist. Macht die Puppen effizienter, indem er die Ergo-Energie in ihren Körpern zirkulieren ließ. Das ist Lore. Verstehe. Das Ergo benutzen. Einbenutzen. Sehr schön. Und jetzt können wir uns noch ein Level abgönnen. Vielleicht mache ich mir jetzt mehr Angriff. Mehr Stärke? Ne, Entschlossenheit, ne? Yeah. More Power! Guck mal da, nicht gestorben, kein Boss. Alles easy bisher. Yeah. Alles easy bisher. Richtiges Baby-Game. Sage ich und ich sterbe jetzt bestimmt sofort irgendwo. Oh oh. Hunde! Hunde! Gegner! Gegner! Sofort Schaden kassiert. Schlecht. Ich will wahrscheinlich blocken, um damit mich heilen zu können, ne? Wegen der Blockenergie. Dem ganzen Stuff. Da sind auch 2. Okay, erstmal kann ich den easy erledigen. Der kommt nicht zum Angriff. Und du auch. Fable-Künste. Benutze Y. Achso, benutze Klingen-Fable-Künste. Während des Blockens verwende Griff-Fable-Kunst. Okay. Waffen haben unterschiedliche Klingen und Griffe, die jeweils ihre eigenen Fable-Kunst haben. Fable-Künste verbrauchen Fable-Slots und verschiedene Fable-Künste verwenden unterschiedliche Anzahl Slots. Okay, lade Fable-Slots auf, indem du Feinde mit Waffen angreifst. Alles klar. Scheinbar habe ich eine Fable-Kunst jetzt, die ich benutzen kann. Ah, ich sehe es, ich sehe es. Für 3 und das andere ist halt für 1 beim Blocken, ne? Hier geht's runter. Das Spiel ist eigentlich super fun bisher. War schon schade, dass ich, wenn ich sterbe, dass das Video endet. Aha! Hab dich gesehen, mein Freund. Ich auch gesehen. Okay. Ich wollte besser meinen Block timen, aber das war absoluter Schwachsinn. Ja. Yeah. Aha, ich sehe deinen Gegner. Nice. Na, das ist ganz schön mies. Nein, hört auf mit dieser Team-Attack. So eine Scheiße. Das lief nicht optimal. Mmh.
Oh oh. Mein erster Tod rückt immer näher. Ich weiß auch noch gar nicht genau. Ich hatte da zwei Wege, ne? Wahrscheinlich habe ich da halt die Auswahl, wo ich lang gehen möchte. Will ich jetzt ein Feigling sein und mich an... Ja, will ich. Ja, will ich. Ich setze mich hier hin und dann gehen wir nochmal die Gegner gleich besiegen. Ist nämlich alles jetzt easy fine. Ich habe meine Leben auch wieder. Ich weiß, dass da ein Doggo ist. Da drüben ist auch ein Gegner. So, der ist erledigt. Okay, Doggo hat mich nicht erwischt. Doggo ist so viel angenehmer. Das Gefühl, das Spiel ist bisher sogar leichter am Anfang als Bloodborne. Bloodborne hatte halt das Problem, wir haben hier ein bisschen Tutorial gehabt. Bloodborne hatte nicht so sehr viel Tutorial und du warst dann erstmal so in das Ganze reingeworfen und wusstest auch die Mechanics nicht wirklich. Oh Gott! Zwei Hunde? Oh shit. Aua. Gut. Die eine Zelle nehme ich. Gehen wir die Treppe runter. Oder nach da oben? Na, gehen wir die Treppe runter. Hallo? Ist hier jemand? The most loyal servants. Puppen? Ist das ein Thema hier? Ich höre Gegner. Irgendjemand schießt. Aha! Das ist arschig. Ich komme nicht an dich ran, Mann. Was soll das? Kann ich da außen rum? Oh, was, wenn ich hier oben hingehe? Dann da lang. Da ist einer. Den boxen wir mal schnell weg. Sorry, Mann. Kein Bock auf dich. Und der da schießt, der wird auch erstmal weggehauen. Na. Nix schießen hier. Yeah. Da oben ging es auch noch lang, habe ich gesehen. Ja, was auch immer du da tust. Hör auf damit. Okay. Doggo? Nein. Aus. Hier sind so viele Wege. Ich kann so viel erkunden, ne? Das ist ein bisschen das Problem. Ich meine, ich könnte auch den anderen Weg lang gehen. Kein Grund zur Panik. Warum solltest du so etwas sagen? Warum solltest du so etwas sagen? Oh, dann machst du mir Panik. Vor allem, weil, wenn ich sterbe, ist alles vorbei. Ah, verstehe. Liebe Bürger, vielleicht laufe ich hier den richtigen Weg lang. Oh Junge, Wutangriff. Einige Pfeile werden rot und setzen einen starken Angriff ein, der Wutangriff genannt wird. Du kannst Wutangriffe nicht ausweichen oder durch dich durch Blocken vor ihnen schützen, aber ein perfekter Block kann sie kontern. Du kannst Wutangriffen nicht ausweichen? Was? Autsch. Das war mein Dingens? Ich wollte einen Sturmangriff machen und irgendwie hat es einfach nicht geklappt. Und ich war ein bisschen nervös, okay? Okay? Nervöse Dinge sind passiert. Nervosität. Gehe ich hier weiter lang? Oh nein, das gefällt mir aber gar nicht, dass Gegner nicht ausweichbare Angriffe angeblich haben. Ja, das ist nicht das Hotel. Oder bin ich auf dem Weg zum Hotel? Vielleicht bin ich ja richtig auf dem Weg. Auf dem Weg zum Hotel. Und dort kann man eine gute Nacht schlafen. Dort ist die Welt viel besser. Der hat mich wirklich erwischt, der Arsch. Wirklich. Oh Gott. Der ist kopflos. Was soll denn der Mist? Okay, ich habe keine Heilung mehr offiziell. Jetzt wird's gemein. Jetzt wird's gemein. Keine Heilung. Ich kann irgendwie durch Gegner töten allmählich meine Heilung aufheilen. Das war die Erklärung, korrekt? Das heißt, vielleicht endet ja alles noch gut. Fallangriff? Oha. Da war ja Gegner!
Ich bin nur dumm. Ist okay, Spiel. Sorry. Ich bin halt dumm. Ah ja, ich sehe. Es hält sich eigentlich ziemlich fix sogar. Es hält sich wirklich ziemlich fix. Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir. Ich bin doch noch nicht so sehr am Arsch, wie ich erstmal dachte. Keine Sorge, Guys. No Death Fully ist noch unterwegs. Ich bin wirklich sehr viel länger dran, als ich jemals irgendwie gerade erwartet hätte. Ich dachte, ich würde so viel schneller schon sterben. Ich meine, ich beschwere mich aber nicht. Warum auch nicht? Bleiben wir dran. Bleiben wir dran. Alles nur sehr, sehr dunkel, ha? Das ist so Bloodborne. Okay. Sehr schön. Ich wollte einen Rückangriff machen. Okay. Vielleicht bin ich aber auch irgendwie noch besonders scheiße. Das kann auch sein. Geht's hier weiter? Ich glaube irgendwie nicht ganz. Irgendwie scheint es auch, dass meine Waffe nicht mehr allzu sehr gut geht, gefühlt. Irgendwie die Anzeige. Sieht nicht so prickelnd mehr aus. Nicht, dass mir das Ding kaputt geht und dann sitze ich da und denke mir, Scheiße! Meine Waffe! Oh, das wär fies. Oh, hey, eine Abkürzung! Okay, da ist der Zirkus, ja? Tolle Abkürzung. Wo bin ich hier? Erkenne ich die Stelle wieder? Ja, ich erkenne die Stelle sowas von wieder. Oh, wir können uns erstmal eine Runde hinschillen. Let's go! Chill? Nein. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Jetzt wird erstmal ein bisschen gelevelt nochmal. Bisschen mehr Leben vielleicht. Ist auch nicht verkehrt. Kann ich mehr als ein Level abmachen? Nee. Ich brauche dann noch um die 100. Ein bisschen mehr als 100, shit. Das kriegen wir hin. Stufenaufstieg abbrechen? Nein. Erst einmal gönne ich mir das hier. Und dann killen wir hier die... den einen oder anderen Gegner. Und dann gönnen wir uns erstmal ein schönes Level ab. Ich muss ein bisschen vorsichtiger spielen, okay? 860 oder was das war, brauchen wir. Erledigen wir die erstmal ganz fix. Bis wir die 860 haben. Und dann können wir uns doch ein Level abgönnen. Dann habe ich kein Ergo verschwendet. Warte mal. Doch. Ich wollte gerade sagen, als ob du mir kein Ergo gibst. Hallo? Gib mir mein Ergo. Stufen auf. Wie spät haben wir? Oh mein Gott, ist schon echt spät. Das Video muss bald kommen. Maximale Ladungen. Weiß nicht ganz, was es damit auf sich hat, wenn ich ehrlich bin. Stärke. Mehr Stärke, krieg mehr Ausdauer. Oh, gar nicht mal so wenig Ausdauer. Aber Ausdauer, bisher hatte ich nicht das Gefühl, dass ich besonders Probleme hatte. Aber Entschlossenheit. Bisschen mehr Angriff. Vielleicht meine Gegner two-hitten oder stärkere Gegner mehr auf die Fresse hauen. Ist definitiv etwas, was ich begrüßen würde. Okay. Erstmal vorsichtig die Gegner erledigen. So. Ich glaube, ich mag das mit der Blockenergie. Dann ist man ab und zu dazu angehalten, nicht unbedingt zu dodgen wie ein Wilder, sondern einfach mal zu blocken. Und damit zu arbeiten. Kommt da jemand? Nee, ne? So, und hier ist ja meine Abkürzung. Weil man wird halt dafür belohnt, wenn man geblockt hat. Und dann nochmal weiter angreift. Dadurch ist man halt schön am Gegner dran. Auch wenn man ein bisschen Schaden dafür kassiert. Ich mag ja generell, dass man irgendwie dafür belohnt wird, weiter dran zu bleiben. Und nicht sofort den Schwanz im Hals zu ziehen. Nicht so wie ich. Oh. Irgendwas Blödes kann doch hier bestimmt passieren, ne? Da hinten ist jemand. Das sind Gegner. Ja.
Bisschen Übungspuppe, ha? Stehe. Oh! Oh, da wäre ein Checkpoint gewesen. Wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen, aber trotzdem. Trotzdem ganz nett. Hello there. Ja. I didn't think there were any stalkers left to fight the puppets. You didn't hear? Figures. The whole organization fell apart. All that's left are wannabes and amateurs who think they can fight on their own. You ought to buy something while you're at the festival. You can't rely on yourself alone. Okay. Out here alone? You could use some help. Here's a. Was hast du denn? Wurfzelle habe ich nie benutzt, ne? Elektroblitzschladen, ja, Schladen. Da klingt eine Puppe. Ah, da kann ich mir die anderen Waffen gönnen. Für gar nicht mal so viel Ergo. Erst einmal gönnen wir uns den Checkpoint. Und weg hier. Gehen wir weiter. Wenn links lang hätte ich gehen können. Hier oben ist was. Warum habe ich das Gefühl, ich stehe vor einem Bossfight? Ja. Yep. Das ist ein Bossfight, oder? Ja, yep, das ist ein Bossfight. Ja. Yep. Mein erster Tod könnte kommen. No! Schauen wir mal, was abgeht. Das ist ein Roboter. Oh, es ist ein. Es ist ein. Ich weiß gar nicht, was du bist. Parademeister, hä? Autsch. Autsch. Oh shit. Habe ich ihn damit abgeblockt, indem ich weiter angegriffen habe? Ich kann den ausweichen. Okay, einmal kurz heilen. Let's go! Yes! 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 Das ist 1A. Was machst du da? Wilde Angriffe. Autsch. Okay. Was zum Teufel? Ihr habt den ersten Boss First Try gemacht? Okay. Scheiße, sonst darf ich doch nicht sterben. Eine besondere Art von Ärger mit einer anderen Farbe und Vibration. So was wie eine Bossseele also, hä? Huh? Ja, okay. Das war aber ein spaßiger Bosskampf. Not gonna lie. Der war schon ziemlich cool. Ja, kurz darüber reden, dass ich wirklich lang schon im Video bin und nicht gestorben bin. Aber das war wahrscheinlich jetzt das Baby-Ding, ne? Lager benutzen. No. Wenn der Boss erledigt ist, kann ich nicht mehr in der Gegend aufleveln? Ist es das, was gemeint ist? Nein, oder? Oh, das wäre wild. Das wäre wild. Aber warum? Aber, das ist das Einzige, was mir gerade einfallen würde. Oder ich war zu oft schon dran. Ich bin zu 4 aufgelevelt, aber das wäre doof. Dann lass den Spieler leveln, mein Gott. Wenn er Bock drauf hat, soll er machen. Aber okay, dann gehen wir weiter. Also noch ein Stück. Und jetzt kommt der richtige erste Boss, habe ich recht? Oh, da ist das Hotel. Ah, das ist ja nice. Ich dachte, ich würde noch viel länger brauchen, bis zum Hotel zu kommen. Aber es war halt wirklich voll in der Nähe. Ich frage mich, ob es eigentlich auch sowas wie Rüstung oder so gibt. Nicht, dass ich denke, dass das Spiel das unbedingt nötig hätte. Aber ich bin durchaus neugierig.
Ah. Oh. Achso, er hat versucht. Er hat versucht, aufzustehen. Hotel Krat, der größte Luxus, den sie je erleben werden. Okay. Das war ganz schön schnell weg. One more thing I should mention. Ja? The hotel security excludes puppets like you. So you'll have to lie to get inside. Nein. Special puppet after all. Lügen? Aber Lügen darf man nicht sagen. Was? Also... Oh. Die Armen. Ich kann mir erstmal außenrum schauen, was da ist. Ich muss wirklich auf die Zeit achten. Uiuiuiui. Ich weiß gar nicht, was die ganzen Ergo-Fragmente machen. Versteckt der Mondstein. Das ist auch wieder Lore. Da steht ein bisschen Lore sofort dabei. Zum Nachlesen. Ist auch nicht verkehrt, denke ich. Geh rein da. Ah, okay. Ich habe nie einen Namen eingegeben, ne? Bin ein Mensch. Oh. Oh. Eine Puppe kann nicht lügen. So. Wahrscheinlich, wenn ich die Wahrheit gesagt hätte, wäre ich gestorben, hä? Hm. Ist der Rest des Spiels vielleicht dort? Nee, der ist nicht einfach dort drin. Lies of... Of... Of P? Oh mein Gott! Ah, das war ein guter Anfang für das Spiel, definitiv. Starker Anfang. Tolles Intro. Ich meine, ich hätte eigentlich gesagt, wenn ich sterbe, endet das Video. Ich hätte aber nicht gedacht, dass ich so weit hier komme, ja? Ich meine, man könnte... Gibt es irgendeinen besseren Punkt als jetzt, dann zu sagen, hey, ich habe so viel mehr erreicht, als ich gedacht hätte. Wir könnten das Video auch einfach hier enden, ja? Wir sind fast 40 Minuten dran. Ich dachte, ich würde so viel mehr auf die Schnauze kriegen. Das ist ein super spaßiges Spiel. Vielleicht sollte ich das wirklich im Streamer spielen, ja? Dann mache ich halt hier den Anfang nochmal. Ist halt nur nicht so wild. Das Ding ist halt einfach, ich habe auch legitim gerade nicht mehr die Zeit, noch mehr zu machen. Das ist ein bisschen ungünstig. Also ich müsste hier an der Stelle auch einfach aufhören. Aber ich denke, das ist fair. Lies of P ist ein cooles Spiel. Und ich sollte spielen... Oh nein, die Puppen wurden böse! Tja, ich sollte spielen. Und ich hoffe, es bleibt so spaßig. Vielleicht wird es auch viel schwerer. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Tutorial recht leicht war. Könnt ihr mir ja gerne sagen. Vielleicht spielt ihr das Spiel ja auch. Aber ich würde dann sagen, gönnt euch hier andere Videos noch. Haut da rein und bis dahin. Tschüss.